Ja, in der letzten Folge habe ich euch Stage 1, also unserem Team Stage 1 gemacht. Warst fleißig. Ja, ich war sehr fleißig. Kaum seid ihr nicht da, bin ich fleißig. Ja, will ich mir mal Gedanken machen. Ja. Ob ich mit euch noch aufnehmen soll? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft City 2 mit Warum, Herr MC? und Mavia. Hi. Hi. Ja, du machst dir das gemütlich hier auf dem Karren. Das In der Problem Tat, ist ich warte bloß. darauf, dass du mich ziehst. Ja, okay, ich zieh mal. Du bist zu schwer. Oh. Nur weil Ja. ich hier bei 100% Nutrition bin in allen vier Kategorien. Ja, deshalb bist Wohlgenährt. du too heavy. Ja, in der letzten Folge habe ich euch Stage 1, also unserem Team Stage 1 gemacht. Warst fleißig. Ja, ich war sehr fleißig. Kaum seid ihr nicht da, bin ich fleißig. Ja, will ich mir mal Gedanken machen. Ja. Ob ich mit euch noch aufnehmen soll? Wenn das heißt, dass wir dann immer die ganze Arbeit machen. Warum? Ich habe die Arbeit gemacht. Ja, wenn wir da sind. Ne, wenn wir nicht da sind, dann machst du die Arbeit. Aber wenn wir da sind. Du hast nämlich jetzt an schon Oakwood. Du hast schon ein Crafting Table gemacht. Den wollte ich machen. Hahaha, bitteschön. So, Crafting Table. Ich würde sagen, wir teilen das auf. Und da ich aufnehme, Oh, jetzt kommt's. mache ich die rechte Spalte und du die erste Spalte. Die erste Spalte. Also du Was? machst die Spalte vom Crafting Table und ich die Spalte von der Kiste. Okay. Okay. Machen wir jetzt mal eine Ho. Ich brauche noch Cobblestone. Ich habe den ganzen Stein zu Ding gemacht. Zu Cleanstone. Hey, du willst mein Cobblestone klauen? Wie viel brauchst du? Du hast schon Brauche nur alles zwei geklaut. Stück für meine Ho. Ding. Rehole it. Damit wir einfach relativ flott hier durch die Achievements durchkommen. Tudum. Ein Ofen. Yep. So, Kiste. Brauchen wir jetzt auch keinen Shadow Diamond mehr. Ja, stimmt. Die Oh, sind guck mal, jetzt aber unnötig. der Crafting-Dings da, der färbt schon ab. Ich wollte schon wieder Zeug oben drauf legen. So, Kiste. Oh, I need to get this off my chest. Nice. Crunchy Pillows. Ich nehme an, das ist ein Bett, oder? Ja. Ups. Farmland. Hey. Ich bin mal wieder nicht so intelligent. Ja, gib doch einfach Bett ein. So. Strohballen. Weizen braucht man dafür. Oh nein, ich habe den ganzen Weizen. Und eine Schere braucht man auch, nehme ich an. Weizen haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was im Nee, Dings. ich hab eigentlich alles zu Ding gemacht. Zu Mehl. Ich hatte vorhin noch ein bisschen Weizen in die Mühle gelegt. In welche Ja, Kiste? da ist noch hier. Ah, hier ist aber auch noch. Ja, also wir sind versorgt, würde ich mal behaupten. Wollte ich denn jetzt? So, ja. Da ist irgendwo ein Spider. Spider, doch hine. Nein. Am Haus. So, erstmal hier in die. Den Dinger ablegen. 12 Weizen habe ich hier. Ah, da hinten. Mavia versteht eben Ordnung zu halten. Ja, ich heiße ja auch 23. nicht McFisto. Fehlt trotzdem noch ein bisschen Weizen. Aber das wächst vielleicht gleich noch. Dann kann ich halt in der Zeit was anderes machen. Use the plumb line to discover your Y-Level. Line. Oh Habe ich Gott. nicht mehr genug Holz? Muss ich noch überlatschen? Spindle und einige Strings.
Du kannst auch mal hier in der Kiste unter der Ding gucken, da müsst auch noch, da sind auch noch 64 Holz drin. Ja, Guck, jetzt wollte ich schon wieder oben drauf legen. ja. Eine Spindel. Ich hatte halt zuerst gedacht, ich mache hinten dann auch mal ein paar Crafting-Table im Haus, aber mich dann entschieden, lassen wir das mal authentisch, das Haus hier mit Crafting-Tablen, mit den Workstumps. Ja, wir bauen dann ein neues Haus. Es Da kommt soll dann echt der Crafting-Table rein. in diese Richtung liegen dann. Also wir werden in diese Richtung weiterbauen. Uns modernisieren. Damit auch hier so langsam eine City entsteht. Die anderen haben da hinten schon einiges gebaut. Eine schöne Mühle vor allen Dingen. Du hast alle Strings genommen. Nein, ich habe gar keine Strings genommen. Verdammt, wir haben nur 7. Ich brauche aber. Oh Gott, ich brauche voll viele. Ich brauche 16. Ah, okay, da kann ich auch einen normalen Rock nehmen. Haben wir. Ah, warte, wir können doch aus Strings mit diesen. Von den Schafen machen, gell? Mit diesem Zeug hier. Oh, zwei Stück. Und der Schere. Das dahin. Und so. Fehlt uns trotzdem noch ein String. Gut, dass ich Kotten angebaut habe, wenn es auch ein bisschen spät kommt, wahrscheinlich. Hast du schon? Ja. Ich habe ja die Hoe gebaut, habe ich direkt mit dem Farmland erstellt. Ja, da ist noch ein Spider. Der Spider hat mir Strings gegeben. Wo hast du denn den Kotten angebaut? Ah, da. Der blüht noch nicht. Ich wollte bloß wissen, wo er ist, damit ich ihn vor dir abernten kann. Ich brauche momentan keine Strings, aber. So. Dum 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 dum. Ich brauche noch eine Spindel. Fällt mir gerade ein. Tu dir keinen Zwang an. Spindle away. So, und dann brauche ich dieses andere, den Rock. The Rock brauche ich. The Rock. Mr. Hä? Johnson. Oh, Lol. Tomatensamen. Die Spindeln kriegt man zurück. Das ist ja cool. Sind nur Platzhalter. So, dann brauche ich den Rock. Red Brookwood Bark. Nee, ich brauche jetzt nicht wirklich Redwood. Nee. Firewood. Okay, es geht auch anders Holz. Ein Lot, sehr schön. Yep. Sticks und Holz. Mal gucken, ob das so geht. Nee. Brauche ich wohl doch Logs dafür. Immer noch irgendwo ein so eine Klappkiste. Nö. Aber ich habe noch eine im Inventar. Also so eine normale. Ja, danke, aber ich brauche eine altmodische Klappkiste. Unten, wo die Öfen drin stehen. Field Manual. Toll. Wieder was für mein Bücherregal. Anstatt dass ich da mal rein. Hä, hast du meine Bücher gemopst? Bücher habe ich bei uns im Haus in der Ah. Kiste direkt an der Tür. So, ich muss hier wieder ein bisschen Platz machen. Ach so, das Heu brauchte ich noch, um hier Strohballen zu machen. Ich habe ja schon ganz schön viel gemacht hier. Das Bett kann ich noch nicht. Kohle. Warte, warte, warte. Und wie geht das jetzt? This tool may only be used for
ore in H1 and below. Will detect unlocked ores in a. Ach, der muss da nach unten gucken. Verstehe ich das richtig? Ja, das geht in die Richtung, in die du schaust. Also wenn du von oben auf einen Block drauf guckst und dann mit dem Stab von oben auf den Stein draufklickst oder auf den Block, dann geht das nach unten. Wenn du von der Seite gehst, dann geht es halt geradeaus in die Richtung, also immer in die Richtung der Seite des Blockes, die du angeklickt hast. Aha. Und die Level 1 Teile sind alle ein bisschen schwachbrüstig. Ja, 48 Blöcke ist nicht so wirklich dolle. Ich geh mal hier unten gucken. Ja, war ja klar. Ich habe hier ja schon eine Höhle ausgebuddelt. Da kommen natürlich jetzt die Zombies hoch. Hast du alle unsere Workplates verbraucht? Workplates? Ich hatte noch eins. Nein, die Plates, genau. Die Flint-Dinger. Ja. Ja. Ich musste vorhin selber noch eins bauen. Wir hatten mal zwei bei uns im Haus, im Regal, aber die sind weg. Dann war ich das nicht, glaube ich. Dann in der Mühle müsste ich meine machen. Ich finde irgendwie nichts. Ja, du musst ja, wie gesagt, auch zuerst die Ore-Samples oben auf der Oberfläche finden. Och, hättest du mir auch vorher sagen können. Hab schon fast die ganze Zange da kaputt gemacht. Und wie finde ich die? Indem du rumläufst. Rumlaufen. Aber ich könnte auch mein Pferdchen nehmen. Kannst du tun, von oben siehst du mehr. Kannst du mir vorher deine Workplate geben? Ups. Fällt kaputt. Die ist kaputt. Ha. Ja, sonst hätte ich dir schon angeboten. Broken. Und cannot be repaired. Ab ins Feuer damit. Oh, sagt er mir erst jetzt, dass ich das andere Teil noch brauche? Du gefragt, aber nein. Aber ich glaube, ich gehe noch vorher kurz in eine Runde schnacken. Ah ne, du kannst ja auch schlafen, gell, mit deinem Schlafsack, Schlafmantel. Ich kann auch im Tipi schlafen, aber kommt auf selber raus. Ne, weil dann kann ich schon los. Aiha. Oh. Wenn ich hier wieder rauskomme. Der Boden. Ach Mann, ich bin hier einmal rausgekommen. Wow. Mein Pferd ist zu doof. Kein Kommentar. Kein Kommentar über den Reiter. Nein, ich muss doch doppelklicken, oder nicht? Doppelspringen. Ups. Beiden kenne ich mich jetzt nicht wirklich aus. Ah, jetzt. I'm out. Ja, von oben sieht man mehr, stimmt eigentlich schon, aber durch das Gras ist es nicht gerade so einfach. So vielleicht. Dim. Ah, hier. Toll. Wenn ich jetzt mein Pferdchen hier verlasse, dann rennt's davon. Das ist gut möglich. So, und jetzt muss ich die abbauen. Du kannst sie abbauen, aber ich markiere dir vorher die Stelle. Und dann musst du innerhalb dieses Chunks nach unten und gucken, wo es ist. Guck eben über das NEI, in welcher Höhe das Erz vorkommt. Dann buddel ich so lang nach unten, bis du auf das Erz stößt. Das kann ein bisschen Sucherei sein.
Pferdchen. Nee. Hallo? Läuft das jetzt wirklich wieder nach Hause? Das läuft nach Hause. Es läuft genau in die Richtung. Oh. Das tut mal so. Nein, nein, echt. Okay, jetzt steht's unter. Soll ich es einbauen? Naja, egal. Also hier meinst du, dass das dann so drunter ist? Stelle ich da mal so eine Fackel drin drauf. Und in diesem Chunk, sagst du, muss dann irgendwo was sein. Ja. Tin habe ich gefunden. Ach so, aber das kann ja. Was mache ich mit dem Lot nochmal? Damit kannst du deine Höhe bestimmen, deine Y-Höhe. Ah, okay. Aha, mhm. In Verbindung mit dem anderen Teil, ganz sinnvoll. Da halt die F3-Funktionalität nicht gegeben ist, muss man halt über solche Tin. Wo ist denn dieses Cluster-Teil? Ah, hier. So, was kann ich mit dir machen? In den Crusher hauen. Oder schmelzen. Also hau ich dich nicht weg. Ich wollte dich schon wegwerfen. Inventar läuft über Hilfe. Ich habe gerade mal eine Kiste gebaut. Eine Kiste platziert und da alles reingeworfen. Immer diese Matsch. Endlich ein Backpack. Jawohl. Diorit. So, dann gucken wir mal. In dem Chunk, sagst du, gell? Das ist ja. Kann durchaus in Sucherei ausarten, ja. Ah, Malachit in 22. Was war Malachit? Malachit ist, glaube ich, Kupfer. Malachit in diese Richtung. Ah, 22 ist sogar die Distanz, oder? Ja. Ich glaube. Ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Aber das war nicht 22. Das war 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Okay. 11 wahrscheinlich aus dem Grund, weil es werden ja auch halbe Blöcke irgendwo bei der Höhe und so angezeigt. Könnte das sein? Prinzipiell ist da viel möglich, ja. Koppercluster, ja. Malachit ist Kupfer. Jo, endlich wieder Platz im Inventar. Müsste ich dann nur noch Zinn finden, dann können wir uns Bronze herstellen. In der Tat. Brauchen wir das denn überhaupt? Bronze? Ja, sicher. Ja, vor allen Dingen auch ein Achievement. Brauchen wir allerdings auch noch einen Alloy-Killen. Den müssen wir zuerst bauen.
Anvil Levine. Ah oh, ja. Anvil Levine? Das ist ein Achievement, das mache ich jetzt. Dann pass auf, dass er nicht rausspringt. Man kann ja nicht einfach Metallblöcke zu Barren craften und umgekehrt. Nein, da muss man ja, die Sachen muss man schon auf einen Stein-Anvil legen, dann mit dem Hammer draufkloppen ein paar Mal und dann bekommt man die entsprechenden Sachen. Da ist aber ziemlich viel Kupfer hier. Nimm so viel mit, wie du denkst, beziehungsweise je mehr, umso besser, aber nimm so viel mit, wie du glaubst, verträglich mitnehmen zu können. Ja, meine Spitzhacke ist bald kaputt. Oh, kriegst du ja noch einen Hammer dazu. Yeah. Eigentlich würde ich gerne weitersuchen. Markier das, die, ja, ja, die Stelle auf deinem, auf der Oberfläche und auf deiner Karte, damit du es wiederfindest. Ach, das finde ich schon. Ja, vertrau mir. Besser, wenn das auf der Karte markiert ist. Ich kann gar nicht gucken, auf welcher Höhe das ist. Oder hast du da irgendwie... Stone und Twin Clump. Ah, hier Info. Ne, Quatsch, hä? Du meinst, das ist so ein World Feed Teil, wo dann dran steht, in welcher Höhe. Das finde ich ja nicht. Guck mal du bei, ob du das bei Tin findest. Vielleicht bin ich ja auch zu stupid. Kasserit und Thealit. Nee, wird mir nicht angezeigt. Dann muss ich mich noch ein bisschen nach unten bewegen. So, wir haben jetzt ein Basin, wenn wir das mit Wasser füllen und da dann Felle reinlegen, dann kriegen wir direkt Leder raus. So. In der Richtung. Ist ja schwierig. So, warte mal. Ja. Ich muss gar nicht die Geodinger finden, wie du gesagt hast. Du kannst die Erze auch so finden, aber es ist halt... Jetzt, das war... Ja. Sag, du kannst auch durch Höhlen gehen und mit durch Zufall halt Adern finden. Aber die sind halt relativ selten. Dementsprechend ist es einfacher, die Erze oben zu finden, also die... Die Samples und dann weißt du halt, wo das, wo was ist und kannst dich dann runtergraben und dann finden. Ich nehme hier gerade wieder ein paar Sachen mit. Und den Strick natürlich auch. Und dann gehe ich mal gucken, ob ich mein Pferd wieder finde. Ah ja, da steht's. Kannst du mal schlafen? Holz habe ich natürlich keins bei. Dim, 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 dim. Oh ja. Bum, 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 bum. So, nein, Creeper. Doch, Creeper, boom. Hier ist noch was. Was bist du?
Coal. Auch schön. Markieren, abgraben, nicht bringen. Ja, werde ich machen. Ich werde aber erst noch ein bisschen weiter suchen und mein Pferd rennt schon wieder weg. Aha. Hallo? Bye, Pferdchen. Bye. Nein, ich hab's gefangen. Oh. Böser so. Ich würde mich gern noch Zinn finden. Dann können wir nämlich bis zur nächsten Folge da mal ein bisschen Zinn abfarmen. Und uns dann in der nächsten Folge eben mit den ja, Ores beschäftigen ein bisschen. Ja, wie gesagt, unser nächstes Ziel ist halt der Alloy-Kiln. Und dann... Oh, der lag, hatte die Väter nämlich auch mit. Ich hoffe mal, dass ich... ich missachte natürlich Mavias. Ah, nee, da ist es. Late warum, disregard for Mavias advice. Warum ist da so, ups. Ja. Warum ist da so Holz? Willow Planks. Im Wasser. Und oben Wasser ist nichts. Wasser schwimmen manchmal seltsame Sachen. So, ja, Pferde zum Beispiel. Beispiel. Und Varuna. Oh, hier ist noch was. Düb, 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 düb. Oh, da ist noch ganz viel. Aber ich nehme an, das wird alles Kohle sein. Ja, die Adern sind meistens immer relativ groß. Coal Sample. Coal Sample. Coal Sample. Ich will Sample. Auch mal ein Sample finden. Den hier nicht. Können Sie mal da wieder drauf gehen? Danke. So, ich möchte aber bitte noch Tin finden. Überleg mal, wie oft wir vielleicht sogar da schon drüber gestolpert sind, ohne zu wissen, was da unter uns liegt. Naja, was für Schätze. Kommt halt davon, wenn man zu dumm ist, zu wissen, was Erz ist. Ja. Deswegen, Kids, immer schön zur Schule gehen. Bildung, Bildung, Bildung. Und dann kennt ihr auch Erze in der Natur. Die abgraben, schmelzen. Und Waffen draus machen. Und damit nicht eure Lehrer hauen. Langweilig. Oder andere Menschen. Oh. Effektiv. Ich will kein Zombiefleisch, ich will dieses Tin-Ding finden. Sie dürfte Malachit sein, yep. Malachit in 6. Oh, hast du aber Glück, ey. Oh, ich bin hier in so einem komischen Biom. Da ist alles so bläulich. So, jetzt lasse ich mein Pferd hier stehen und gehe in die Höhle und dann bin ich tot. Ich bin jetzt eindeutig schon weiter als 6 Blöcke, aber... Ja, Zombie, Creeper, komm du halt auch noch. Danke. So, da ist eine Höhle. Da werde ich mal nach dem Rechten sehen. Ah, Malachit, ich hab's. Was war Malachit? Achso. Da hab ich ein bisschen ab, geh dann mal hoch und vermerk's mir auf der Karte. Ich bin hier in der Höhle und hoffe, dass ich hier was finde. Im Moment sieht es ja nicht so aus. Außer viele Zombies. Zomben. Das ist die Mehrheit von Zombie. Zombie-Hihis. Natürlich leuchte ich aus, aber im Moment hilft es noch nicht so viel. Echten Fackeln oder mit den Wald und Wiesen? Aua. Mit den Totem-Torts. Ah.
Nein, 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 nein. Ich hab doch gesagt, ich sterb. Da, da, da. Nein, ich lebe noch. Oh. Aber ich habe noch 4,5 Herzen. Dreieinhalb. Drei. Und ich habe nichts zu essen. Nein. Und es wird Nacht. Okay. Welche Taste ist denn für den Waypoint? Overworld? Es gibt keinen Waypoint. Du musst auf den Atlas in deinem Hotbar. Ja, genau. Atlas. Ja, du brauchst schon einen Atlas. Ad-Marker. Zack, bumm. Ja. Dann. Gut. Oh Gott. Jetzt habe ich schon Angst vor meinem Pferd. Aber das war's dann von der heutigen Folge Minecraft City. Ich hoffe, ich komme heile nach Hause, wenn ich noch weiß, in welche Richtung. Drück mal die Daumen. Oder auch nicht. Und dann werden wir, wie gesagt, bis zur nächsten Folge die Ores irgendwie ausfindig machen und uns aneignen. Und dann sehen wir uns wieder. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Bis dahin. Ciao.